Vielen Dank für die nette Einführung. Ich werde mein Bestes geben, Ihnen ein bisschen so in die Welt, aus der ich komme, nämlich die Schnittwelt zwischen Universität und Fraunhofer, einzubringen. Und meinen Vortrag habe ich ein bisschen strukturiert in einen allgemeinen Teil, mit dem ich beginnen möchte, und dann einen spezifischen Teil, wo ich dann mehr auf meine persönlichen Erfahrungen rekurriere. Also erstmal würde ich gerne damit beginnen wollen, dass wir sicherlich alle beobachten, dass wir in einer Welt von Widersprüchen leben und von verschärften Widersprüchen. Und aus meiner Perspektive sind das zum Beispiel Dinge wie, wir brauchen E-Mobilität und das ist keine Frage. Wir müssen uns auf Nachhaltigkeit ausrichten. Wir müssen dort Dinge anstoßen. Auf der anderen Seite müssen wir sozusagen die Folgen davon auch sehr gut bedenken. Beispielsweise wissen wir werden sehr viel Kupfer brauchen für die Infrastruktur der E-Mobilität. Wir wissen, dass es bei der Förderung von Kupfer Schwierigkeiten gibt. Wir wissen, dass die exzessiven Kupfermengen, die wir brauchen, zu Preisanstiegen führen werden und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat sozusagen ein heftiges Spannungsfeld, oft auch bei Dingen, von denen man annimmt, dass sie eigentlich richtig gute Ideen sind, erstmal. So ähnlich ist das in einem zweiten Feld, wo es darum geht, dass wir alle jetzt mitbekommen haben, in Dresden und in Magdeburg wird sehr viel investiert in die in Zukunft entstehende Halbleiterindustrie, die Chipindustrie. Sie haben wahrscheinlich auch die Zahl von 10 Milliarden Subventionen gelesen. Das ist eine irrsinnig große Summe, wenn man sich das verdeutlicht. Ja. Und auf der anderen Seite und sagen dann, ja, das ist nötig, damit wir diese Chips, in der Ansprache von Prorektor Midell wurde es angedeutet, geopolitische Schwierigkeiten, damit wir auf diese Chips auch immer in Europa zugreifen können. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Auf der anderen Seite wird gesagt, wir subventionieren so viel, und wir wissen eigentlich gar nicht, ob das zielführend ist oder ob wir dann schon zwei Chip-Generationen weiter sind. Dritte Sache, die mir in letzter Zeit ein bisschen aufgestoßen ist für diese beiden, ist, die USA kündigen ein neues Militärpaket in Kiew an. Und ursprünglich in der Financial Times steht dann sowas wie, die USA haben die Ukraine aufgefordert, doch bitte nicht die russischen Ölraffinerien zu bombardieren, weil das ja zu einem Engpass der Energieströme führen könnte international. Also ich denke, dass solche Dinge dazu beitragen, dass wir vermehrt Spannungen in der Gesellschaft kriegen und dass wir einfach diese Abwägungsprozesse, die dabei eine Rolle spielen, dass wir die nachvollziehbar machen müssen. Und das ist gar nicht so einfach, wie Sie wissen, wenn man sich anguckt, wie die Gesellschaft heute funktioniert, wie Politik funktioniert. Warum ist das so schwierig? Naja, einmal natürlich, weil es irre komplex ist. Im Falle der Elektromobilität beispielsweise ist die Elektromobilität per se eine gute Idee, aber die Umsetzung ist dann etwas, was wir häufig nicht genügend bis ins Detail anschauen. Wir haben auch ein irrsinniges Informationsangebot, das heißt, wo informieren wir uns eigentlich über diese Dinge? Und wir haben Zielkonflikte, und zwar nicht einfach abbildbare Zielkonflikte, sondern wir haben Zielkonflikte, die extrem diffizil sind und auseinanderlaufen. Wenn man also aus der Subject Matter Perspektive, also aus der Perspektive von Fachleuten, tatsächlich sich mal was anschaut, dann stellt man eigentlich fest, dass Diskurse oft gar nicht so gut laufen oder sehr oberflächlich laufen. Die Frage ist, wie kann man diese Debattenkultur wiederherstellen? Und ich würde argumentieren, da ist eine wesentliche Rolle der Universitäten, die uns davor schützen sollte, doch solche Symptome wie Desinformation, wie Fakten werden simplifiziert oder es geht eigentlich weniger um die Sache, sondern es geht nur noch um Haltung, um Meinung, um emotionale Aufladung, dass das ein bisschen zurückgedrängt wird. Ich glaube, dazu kann die Universität im Rahmen dieser dritten Mission, auch im Rahmen der dritten Mission, einen sehr großen Beitrag leisten. Genau. Und das stößt sich ein bisschen für mich gefühlt mit dem Selbstverständnis, das wir manchmal an der Universität haben. Natürlich sind wir verpflichtet der Unabhängigkeit und Objektivität von Forschung, der Abwehr von Fremdbestimmung und von externer Einflussnahme. Und wir sind auch verpflichtet der Forschung und der Lehre als Kernmission. Die Frage vor diesem Hintergrund dieser gravierenden gesellschaftlichen Probleme, die wir haben,
und wirtschaftlichen Probleme, ist allerdings, ob wir nicht den Erwartungen der Gesellschaft vielleicht ein Stück weit mehr entgegenkommen sollten. Also die Grundlagen schaffen, auch nochmal auf andere Art und Weise, für informierte und auf Fakten basierte Diskussionen. Oder wissenschaftliche Expertise bei gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen vielleicht auch offensiver einzubringen. Oder eben stärker auch als Institution, Universität eine aktive Rolle in der Gestaltung von einer verantwortungsbewussten Gesellschaft mit all den komplexen Abwägungen, die sie leisten muss, zu forcieren. Ich denke, das ist keine schlechte Idee, wenn wir das so machen und dann, so habe ich implizit bis jetzt argumentiert, würde man Transfer oder auch die dritte Mission als etwas verstehen, was sehr breit angelegt ist. Nämlich als alle Formen der Kooperation und Interaktion zwischen außerakademischen und akademischen Akteuren. Und dieses Verständnis, das muss man nicht so haben, sondern man kann das auch enger ziehen. Ich werde Ihnen gleich nochmal eine Perspektive geben, wie man das ein bisschen enger ziehen kann. Aber wenn man es zunächst mal so breit versteht, dann würde ich sagen, ja, wir brauchen sozusagen eine stärkere Wissenschaft, die auch gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Wirkung erzielt. Und wir brauchen eine dritte Mission neben Forschung und Lehre, die eine gleichgestellte Säule der Arbeit an der Universität ist. Sie wissen, dass wir ein breites Wissenschaftssystem haben. Freundlicherweise ist bei meiner Ankündigung gesagt worden, ich bin an der Universität Leipzig und ich darf gleichzeitig bei Fraunhofer arbeiten. Und da wird schon deutlich, dass wir sozusagen an dieser Grafik wird deutlich, dass wir ganz verschiedene Missionen haben als unterschiedliche Institutionen im Wissenschaftsbereich. Die Hochschulen sind sozusagen die einzigen, die in dieser Position sind, dass sie auf die Studierenden, das heißt also auf sehr, sehr viele Menschen sozusagen, ich wollte schon sagen, Zugriff haben oder mit sehr, sehr vielen Menschen arbeiten, während die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die wir haben, wie Helmholtz, Max Planck, Fraunhofer, Leibniz, die agieren sozusagen immer so, dass sie bestimmte Forschungsergebnisse haben und unter Umständen diese Forschungsergebnisse auch packagen können. Und bei Fraunhofer beispielsweise ist es tatsächlich so, dass Fraunhofer ganz stark auf die Wirtschaft ausgerichtet ist und natürlich in der Kooperation mit Hochschulen versucht, auch diese Art des Transfers zu forcieren. Das ist eine spezifische Art, wenn Sie so wollen, denn da geht es letztlich darum, was haben wir an Erkenntnissen, die man tatsächlich auch die man ein bisschen, wenn Sie so wollen, verkaufen kann oder die man unterbringen kann, auch in der Welt der Unternehmen. Aber lassen Sie mich nochmal zurückgehen vorher, bevor wir nochmal den Blick verengen auf die Frage der Innovation und der wirtschaftlichen Innovation. Was gibt es eigentlich heute oder was beobachten wir oder was habe ich jetzt im Vorfeld dieses Vortrags beobachtet, was wir so an Transfersäulen haben? Da sind so Dinge wie die natürlich Strategiepapiere. Ja, die Frage bei Strategiepapieren, die ich mir immer stelle, ist denn die Umsetzung auch mitgedacht? Wir beobachten ja in vielen Bereichen, dass es sehr schwierig ist, Dinge umzusetzen und dass wir Strategiepapiere haben. Wir haben Transferstellen an Universitäten. Das ist ein guter Beginn. Das haben wir in allen Ländern. Da stellt sich dann oft die Frage, arbeiten die zusammen, gibt es Netzwerke, wie hebt man da Potenziale bei Transferstellen? Es gibt aber auch studentischen Transfer, Programme, Abschlussarbeiten mit Unternehmen, Ähnliches. Es gibt strategische Partnerschaften mit außerhochschulischen Partnern, auch mit Unternehmen, mit Behörden, mit Ähnlichem. Auch das hat ein hohes Potenzial, weil es erlaubt, sozusagen sich in die Fragestellung, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, in die Fragestellung anderer Institutionen tief hineinzudenken. Und dann gibt es so Dinge wie wechselseitigen Wissenstransfer. Sie kennen alle die Idee von Netzwerken, von Arbeitskreisen, in die man einfach Menschen mit unterschiedlicher Perspektive einlädt, die dann eben sich gegenseitig befruchten und zu neuen
Ergebnissen kommen können und auch in die Gesellschaft hineinwirken können. Unterstützung von Unternehmensgründung, Entrepreneurship, ist ein beliebtes Feld in den Wirtschaftswissenschaften. Seit zwei, drei Jahrzehnten können wir beobachten, dass es auch Lehrstühle für Entrepreneurship gibt, mit der Idee, nicht nur dieses Thema theoretisch zu durchdringen als Wissenschaftsgegenstand, sondern oft auch mit der Idee, praktisch in der Hochschule dem Ganzen zur Entfaltung zu verhelfen. Hier in Leipzig haben wir zum Beispiel eine Initiative, die auch schon viele Jahre läuft, unter dem Namen SMILE, die ganz viel auch hilft, sozusagen Unternehmen zu gründen und Unternehmen mit auf den Weg zu bringen. Externe Weiterbildungsangebote, klar. Und dazu zählt, zur dritten Mission zählt natürlich auch die Wissenschaftskommunikation, also das Erklären von Zusammenhängen und der vertiefte Umgang damit. Wenn man das so sieht, dann sagt man, naja, das ist ganz schön heterogen, das hat nicht so richtig eine gute Struktur. Da könnte man wahrscheinlich, wenn man sammelt, noch 3, 4 Punkte mehr finden oder auch 5. Aber es ist einfach schlecht so als Gesamtwerk erfassbar. Und deswegen würde ich immer dafür plädieren, dass wir versuchen, mehr Struktur in solche Dinge zu bringen. Eine Art Struktur in den Transfer zu bringen, ist dieser Blick hier. Und dieser Blick geht davon aus, dass man sowas ein Stück weit auch messen muss. Ja? Also genau wie wir, Sie wissen alle, Messungen sind nicht befriedigend, aber wir haben noch keine Alternative dazu. Wir zählen Studierende an der Universität, wenn wir den Lehrerfolg zählen, wir zählen fertige Promotionen, wenn wir den Lehr- und Forschungserfolg erklären. Natürlich ist das nicht befriedigend in gewisser Weise, aber es ist eben ein Ersatz, eine Annäherung an das, was sozusagen der wahre Nutzen ist. Und genauso kann man sich natürlich bei der dritten Mission, bei dem Transfer, die Frage stellen, wie kann ich eigentlich erkennen, dass eine Universität oder dass eine Hochschule einen guten Job macht, salopp gesprochen. Und dass wir da vorankommen auch vielleicht über die Zeit. Und das kann man sich eben natürlich klar machen, indem man erstmal sagt, naja, ich gebe da mehr Geld rein, ich leiste mehr Input oder wir haben mehr Mitarbeitende in diesem Bereich. Ja? Und wir haben eine Strategie und wir bauen Strukturen dazu auf. Das wäre ein Argument. Das ist aber die Input-Seite, da beobachten wir eigentlich nicht so richtig die Wirkung. Also könnte man versuchen, Wirkung zu erfassen, weil die Input-Seite eben unbefriedigend ist. Ja, die erste Näherung ist, welche Aktivitäten haben wir eigentlich angestoßen? Was kann man beobachten? Vielleicht kann man die Zahl der Workshops zählen. Vielleicht kann man die Zahl der Unternehmenskooperationen zahlen. Die Stufe, die dann schon anspruchsvoller wird, ist, Ergebnisse für die unmittelbare Ergebnisse, sichtbare, auf den ersten Blick erkennbare Ergebnisse für Wirtschaft und Gesellschaft zu erkennen. Und schließlich die vierte Stufe, die eigentlich interessant ist, wie ich finde, das ist eigentlich sozusagen der Königsweg, ist die Frage, was hat sich eigentlich durch das Wirken von Hochschulen in einer Gesellschaft, in einer Region verändert? Wo ist tatsächlich eine Wirkung? Dieser Teil ist extrem schwer zu erfassen. Es liegt ja auf der Hand. Es gibt ein Beispiel, springe ich mal, die das ganz stark machen, nämlich Großbritannien, UK, geht sehr stark in den Bereich Impact. Und hat, wenn man sich das anguckt, hat mich das immer beeindruckt als Beispiel, weil dort wirklich die Hochschulen für ihre Strategie auch sozusagen Impact-Abschätzungen abgeben. Wozu hat das geführt? Es hat einerseits dazu geführt, dass die Forschenden natürlich alle darauf ausgerichtet werden, stärker sich Gedanken zu machen, wie ist das eigentlich mit dem Impact, wo könnte meine Art von Forschung Auswirkungen haben und was könnte das bedeuten, was könnte das für positive Wirkungen zur Folge haben in der Gesellschaft, aber eben auch in der Wirtschaft. Und die Art des Denkens ist eine, denke ich, sehr gute Idee. Also wir bräuchten eigentlich mehr davon. Ich habe mir mal erzählen lassen, wie das in UK funktioniert. Der Punkt dabei ist ein bisschen, dort hat man das sehr systematisch über das ganze Land gezogen und vielleicht ein bisschen übertrieben. Denn was wir auch ja immer wieder entdecken in vielen Bereichen,
wir beginnen eine, wir professionalisieren einen Bereich und führen dann Dinge ein wie Akkreditierungen der Lehre. Dann bekommen wir Zertifizierungsagencies und bekommen so eine kleine, salopp gesagt, neue Branche oder neue Industrie. Dem kann man auch skeptisch gegenüberstehen und kann sagen, wieso macht eigentlich jetzt jemand ein Businessmodell damit, dass er die Lehre in einer Universität bewertet. Aber es geht sozusagen damit einher, dass ein Stück weit, dass man diesen Bereich professionalisiert. Und was die Briten gemacht haben, ist, die haben das sehr stark professionalisiert. Die ziehen das sozusagen über das ganze Land in regelmäßigen Abständen. Und das hat zur Folge, dass damit auch wieder ein Apparat, wenn man so will, aufgebaut wird. Ja? Also das meine ich nicht so, wenn ich sage, wir sollten auch über Impact reden. Wir sollten über Impact reden, wo wir tatsächlich Impact erreichen können. Wir sollten es aber bleiben lassen, wo er nicht nahe liegt, und sollten dann auch den Mut haben zu sagen, ja, diese Art der Forschung ist eben gar nicht auf Impact ausgerichtet. Ja, was auch legitim ist. Das heißt ein bisschen sozusagen die Vielfalt erlauben. Genau wie wir Institutionen haben mit unterschiedlichen Missionen, muss es ja möglich sein, vielleicht auch innerhalb der Universität zu sagen, okay, es gibt Bereiche, die sind legitimiert, dadurch, dass sie stärker nach Impact streben, aber vielleicht weniger in den Top-Journalen der Welt vertreten sind. Und es gibt andere Bereiche der Universität, die konzentrieren sich vielleicht stärker auf die Lehre und streben die Exzellenz an, darin Lehre umzusetzen, und sind dann vielleicht in der Forschung oder im Impact nicht so stark. Aber grundsätzlich ist die Idee des Impacts in vielen Bereichen, aus meiner Sicht, in vielen Bereichen der Universität, in der Hochschulen sehr gut abbildbar, wenn Sie hier die Themen sehen. Also alles, was mit Gesundheit zu tun hat, ein Wahnsinnsthema in der Zukunft. Ja? Schon aufgrund der demografischen Entwicklung wird es ein Wahnsinnsthema. Und wir können über sehr viele verschiedene Fakultäten an den Hochschulen Beiträge zum Gesundheitswesen liefern, aus meiner Perspektive. Also nicht, das ist keine ausschließliche Domäne der Medizin. Oder wenn Sie natürlich Umwelt, bei dem Umweltthema ist es vollkommen offensichtlich, und da sind es nicht nur die Naturwissenschaften, oft wissen wir, Umwelt, Impact bei Umweltfragen ist eine Frage des Verhaltens. Ja, also ist es eine, könnte auch ein Impact-Versprechen der Psychologie dahinter stehen. Ja, und so können Sie das beliebig sozusagen fortsetzen, wenn Sie so wollen, und überlegen, wie machen wir das auch. Aber lassen Sie mich noch mal zurückgehen zu den Systematiken, ja, die wir vorhin angesprochen hatten. Es gibt externe Organisationen, zum Beispiel den Stifterverband der Wissenschaft, der entwickelt auch Systematiken, zum Beispiel um Transfer, und Stifterverband der Wissenschaft, Deutsche Wirtschaft. Können Sie sich vorstellen, natürlich gibt es da ein Interesse daran zu überlegen, wie funktioniert denn Transfer, was passiert denn im Transfer, wie kann man das strukturieren und wie kann man das besser machen. Und dazu gibt es eben die Überlegung, das beispielsweise zu gliedern in dieses Tableau. Ich gehe jetzt gar nicht im Einzelnen drauf ein, ich will nur gerne anknüpfen vielleicht als ein Beispiel. Da geht es eben auch um die Frage der Voraussetzungen schaffen. Ja. So, was sind das für Voraussetzungen? Natürlich Strategie, man kann über Anreize reden. Ja. Anreize, da denken wir dann daran, dass sozusagen irgendeine Art Belohnungssystem für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer geschaffen wird, die sich um die dritte Mission besonders bemühen, ebenso wie das für Lehre und Forschung der Fall ist. Das ist ein Feld, von dem wir als Ökonomen immer überzeugt waren, dass das besonders wichtig ist. Inzwischen bin ich eher der Meinung, dass ein anderes Feld, was Sie hier finden, was Sie hier gar nicht so sehr ausgeprägt finden, nämlich die Frage der Kultur, dass die viel entscheidender ist. Also haben wir eine Kultur, bei der Transfer in der Hochschule wertgeschätzt wird? Haben wir das oder haben wir das weniger? Ich bin jetzt schon eine Weile an Hochschulen oder habe schon in meinem Leben eine Weile in Hochschulen unterwegs sein dürfen und habe das durchaus nicht immer so erlebt. Ja, da gibt es schon sozusagen, Sie kennen das alle ein bisschen, natürlich gibt es diejenigen, die ganz tief in der Forschung sind und sagen, es geht eigentlich nur um Journalartikel. Dann hat man diejenigen, die eben sagen, es geht im Wesentlichen darum, dass wir jungen Menschen etwas mitgeben. Ja? Und diese dritte Mission fällt dann manchmal so ein bisschen hinten runter.
Und sie fällt auch deswegen hinten runter, weil die Spannbreite eben extrem groß ist, wie wir schon gesehen haben, was sich dahinter verbirgt. Also dass man sozusagen ein Bewusstsein dafür schafft, das geht im Wesentlichen über den Impact, über die Impact-Idee. Und es geht meines Erachtens im Wesentlichen über einen Kulturwandel, in dem wir sagen, ja, die Rolle der Hochschulen ist auch eine, die ganz wesentlich dazu beitragen muss, diese schwierige Zeit gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Transformation, die wir haben, ein Stück weit mitzutragen. Ja. Vielleicht spezifisch zu, weil das anklingt und weil das auch sozusagen ganz gut passt, die Voraussetzungen für Transfer können auch durch Digitalisierung massiv verbessert werden. Weil wir hatten das in beiden Eröffnungs-Keynotes von Minister Gemko und Prorektor Midell. Die Digitalisierung ist sozusagen etwas, was ganz offensichtlich in der Lehre eine Rolle spielt, in der Forschung eine Rolle spielt, in der sozialwissenschaftlichen Forschung, bei der Bewegung mit Riesendatenmengen und im Transfer allerdings auch. Also gibt es zum Beispiel eine Strategie der digitalen Transformation im Hochschulbereich hier in Sachsen vom Sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Und die forciert natürlich diese Digitalisierung oder gibt uns ein Bild, wie kann die Digitalisierung in Zukunft aussehen. Aus diesen Strategien und aus dieser Digitalisierung, und das könnte man eben gut mitdenken, gibt es ein sehr großes Potenzial auch für den Transfer. Wo würde ich das sehen? Ich würde das sehen einmal darin, dass wir Informationen viel besser transportieren können, auf ganz anderen Wegen plötzlich transportieren können, wenn Sie an Social Media denken und an verstärkte Nutzung von Social Media. Es gibt aber auch spezifischere Sachen, wenn Sie daran denken, dass man Potenzial für Transfer hat, beispielsweise indem wir im Netz Menschen anders organisieren können. Sie kennen alle die Idee der Crowds. Es gibt zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften einen Bereich, der sich mit Crowd Research beschäftigt. Ja, also der Frage, wie bringt man dort Menschen zusammen und wie kann man aus einer Gruppe im Internet beispielsweise neue Ideen bekommen. Neue Ideen für Nachhaltigkeit, neue Ideen für Kommerzialisierung, neue Ideen auch oder auch Ansätze zur Bewertung von neuen Forschungsergebnissen. Ja, alles das geht eigentlich nur, wenn wir Hochschulen auch sozusagen vollständig ins digitale Zeitalter überführen. Genauso wie, denken Sie an Plattformen. Es gibt ganz viele Forschungsergebnisse, die Hochschulen hervorbringen, wo man denken kann, naja, das kann bestimmt irgendjemand gebrauchen, aber wer eigentlich und wo eigentlich? Wie bringt man das besser zusammen? Kann man Plattformen schaffen, indem man dieses Wissen sozusagen besser austauschbar macht? Wir leben im Zeitalter der Wissensökonomie. Ja, also wie kann man Wissen vielleicht besser packagen, austauschen, unter Umständen sogar damit handeln? Alle diese Dinge gehen über das Netz und zahlen ein auch auf die digitale Transformation beziehungsweise machen die digitale Transformation an den Hochschulen nochmal sehr viel nützlicher, als sie auch natürlich für Forschung und für Lehre schon ist. Deswegen ein Plädoyer dafür, diesen Aspekt, diese Voraussetzungen auch zu schaffen und sich bei allem, was sich an den Hochschulen wandelt, dann auch tatsächlich zu überlegen, wie können wir das auch nutzen, ebenso wie die Digitalisierung für den Transfer. So, lassen Sie mich zum Abschluss noch einen Blick werfen, da wo ich eigentlich auch fachwissenschaftlich herkomme. Das ist vielleicht eine auf den ersten Blick ein bisschen witzig aussehende Grafik. Historisch gibt es einen Dreischritt und dieser Dreischritt ist wie folgt, eigentlich ganz einfach. Im ersten Schritt vor ungefähr 50 Jahren haben Unternehmen alle Innovationen, die sie gemacht haben, also neue Produkte, neue Dienstleistungen, die sie hervorgebracht, im Inneren entwickelt. Und haben tunlichst darauf geachtet, dass dieses Wissen nicht nach draußen dringt. Und sie haben aber auch keins von draußen aufgenommen. Dann gibt es einen zweiten Schritt, den datieren wir auf ungefähr vor 30, 40 Jahren. Das nennen wir dann, in der Fachwissenschaft nennen wir das Open Innovation. Da ist dann plötzlich gesagt worden, naja, man könnte ja eigentlich aus einer Organisation Wissen nach draußen verkaufen in Form von Patenten, Lizenzen und so weiter. Und man könnte auch Wissen an späteren Entwicklungsstufen einer Innovation in
ein Unternehmen hineinholen und dann wird das Unternehmen ja fitter, dann wird es einfach besser. Also dann machen wir das doch. Ja? Und dann gab es eine 2-Dekaden-Diskussion, ja, wie macht man das denn am besten, mit welchen Mechanismen, was bedeutet das in so einer Organisation und so weiter. Und im Moment durchlaufen wir eigentlich gerade einen dritten Schritt, der nicht auf der Grafik ist und der läuft bei uns unter dem Stichwort Innovationsökosysteme. Und auch das ist schon gesagt worden von Herrn Midell vorhin, nämlich da denken wir eigentlich an Netzwerke. Also die großen Unternehmen, die großen Innovationen in der Unternehmenswelt entstehen heute nicht mehr in Unternehmen, sie entstehen auch nicht aus Unternehmen mit einzelnen Interaktionen nach draußen, sondern sie entstehen in Netzwerken, in Clustern, in Communities. Und das ist ein Riesenschritt, der meines Erachtens auch sehr wichtig ist, weil das bedeutet ja, wenn Sie das andersrum denken, für die Hochschulen, wir müssen uns eigentlich in diese Netzwerke auch mit Unternehmen und wie gesagt, Fraunhofer hat eben diese starke Unternehmensperspektive, wir müssen uns sozusagen in diese Netzwerke hineinbegeben und müssen in diesen Netzwerken neue Dinge entwickeln, die wirtschaftlich und gesellschaftlich weiterführen. Und dabei spielt es natürlich auch eine Rolle, sozusagen, wie kann man den Wohlstand einer Nation sichern und zwar so, dass er nachhaltig ist und dass er wirklich Bestand haben kann, dass er die Natur nicht belastet, dass er sozial auch sozusagen abbildbar ist in der Gesellschaft, was ja eine irrsinnig schwierige Aufgabe ist. Und damit möchte ich eigentlich zum Ende kommen, die mit dieser Überlegung und einfach dafür werben, dass sich die Hochschulen eben als Teil von Netzwerken verstehen, mit dem Ziel, in die Wirtschaft und in die Gesellschaft hin zu wirken, zugunsten von Transfer und zugunsten auch eines möglichst großen Impacts. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Professor Posselt, für Ihren super Input. Wir werden da gleich weiter drüber diskutieren. In 15 Minuten um 10.20 Uhr geht es hier weiter mit unserem ersten Panel. Und da werden nicht nur unsere SpeakerInnen zu Wort kommen, sondern auch Sie aus dem Publikum und auch im Chat, die es im Stream verfolgen, werden dann die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und sich einzubringen. Und ja, jetzt können Sie gerne die Zeit nutzen, um vielleicht schon mal bei einem Kaffee darüber zu sprechen. Bis gleich.